Wir sind weit gekommen. Vom ewigen Eis über die Weiten des Atlantiks bis in die Welt der Atome. Und dabei waren wir einmal nur Teil einer Notgemeinschaft. Ein Vehikel, das erstaunlich lange hält, weil es gebraucht wird. Gegründet haben wir uns 1920 mit dem Ziel, die Wissenschaft zu fördern, wo es nur geht. Finanziert haben wir uns durch Spenden und angefangen haben wir mit Heisenberg. Aus dem wird mal etwas, haben wir uns gedacht, und Recht behalten. Alles wollte vermessen werden, also schickten wir Forscher auf die Reise. Mit dem Schiff Meteor haben wir den Südatlantik ausgelotet und Alfred Wegener ließen wir Grönlands Klima erkunden. Sein Modell der Plattentektonik hat ihn überdauert. Seitdem sind wir Systemvermesser im wahrsten Sinne des Wortes. Daten und Fakten sind die Grundlage unserer Arbeit. Was dann aber unter den Nationalsozialisten als Forschung galt, musste sich dem Krieg unterordnen. Der Stifterverband versank in der Bedeutungslosigkeit. Da blieb nicht viel übrig. Die gute Idee eines Verbandes musste nach dem Zweiten Weltkrieg durch Richard Merton wieder aufgebaut werden. Mit ihm machten sich kluge Köpfe ans Werk. Es wurde wieder geforscht, Daten erhoben, Umfragen gemacht, die Rolle der Frau in der Wissenschaft untersucht und gefördert, gefördert, gefördert. Die großen Linien wurden in den Villa-Hügel-Gesprächen ausgefochten. Das Wissenschaftszentrum in Bonn und das Historische Kolleg in München gegründet, Stiftungsprofessuren eingerichtet, Wettbewerbe für Bildung und Begabung organisiert, Preise für wegweisende Forschung und Innovationen vergeben, das Hochschulforum Digitalisierung aufgesetzt. Puh, tja, ja, wir waren fleißig. Ach ja, dazwischen gab es noch Bildungsnotstand, die wilden 68er und die deutsche Einheit. Mit unserer Unterstützung haben ostdeutsche Wissenschaftler ihre Unis, Institute und Forschungseinrichtungen modernisiert. Und weil wir was für Schiffe übrig haben, begeistert auch heute wieder eins die nächste Generation für die Wissenschaft. Und es gibt da auch noch etwas zu tun. Künstliche Intelligenz, Klimawandel, Open Access. Das sind die offenen Fragen in der Forschung, denen wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Aber ich sag mal, mit all den Partnern, Stiftern und Freunden wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rücken, wissen wir eins: Gemeinsam wird es möglich.